darum geht, ob Marco Rose vielleicht Salzburg vorzeitig verlassen kann, soll. Hat auch einen Vertrag bis 2019. Harry, was glaubst du, was Marco Rose machen wird? Ich meine, er hat Vertrag, aber er könnte sich ja auch einen Wunsch vorstellen und vielleicht eine Veränderung auch vorstellen. Also ich habe mich jetzt schon zwei oder dreimal zu diesem Thema geäußert. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass er bleibt. Er bekommt jetzt ja auch seinen Wunschspieler und dementsprechend wird er in die Champions League Qualifikation gehen und er will beweisen, dass er der Erste sein kann, der mit Salzburg in die Champions League Gruppenphase kommt. Das ist eine große Herausforderung für ihn und das will er sicher machen. Ja, er hat jetzt sehr lange im Nachwuchs gearbeitet, hat jetzt ein sehr erfolgreiches Jahr bei den Profis absolviert. Er hat sich hier als Trainer bewährt, aber erst das eine Jahr. Und ich bin mir sicher, dass es wichtig sein wird für ihn, dass er zumindest noch ein Jahr bleibt, um sich zu festigen bei Salzburg und vielleicht noch einen großen internationalen Erfolg zu feiern. Wird so sein, wie der Herbert Weber sagt? Das hoffe ich und von dem gehe ich aus. Und es wäre eine super Geschichte, wenn wir mit Marco in die neue Saison gehen. Er hat ja auch noch Vertrag, weil das einfach richtig gut funktioniert. Er Haben sich Sie sehr Bedenken? Wohlfühlt. Ja, man kann im Fußball nie was ausschließen. Man weiß nicht, was passiert in den nächsten Wochen, welcher Verein wirklich auf Marco zukommt, wenn es irgendwas ganz Außergewöhnliches gibt. Eben. Man weiß es nicht, aber Stand heute gehe ich fest davon aus, dass wir mit Marco in die neue Saison gehen. Sie und, könnten ihm ja auch einen neuen Vertrag anbieten. Das machen wir auch. Ja. Über Gute 20 Idee. Ja, bitte, wir helfen gerne. Aber da geht es natürlich noch dauern, bis er den unterschreibt wahrscheinlich. Ne? Kann auch schnell gehen. Wir haben aber immer gesagt, auch mit Marco, dass wir jetzt die Entscheidungen abwarten, die wichtigen Spiele, und uns dann nochmal in Ruhe zusammensetzen. Wir sind in sehr engen und guten Austausch und unser Ziel ist auch, dass wir den Vertrag verlängern. Ich gehe auch davon aus, dass wir mit ihm in die neue Saison gehen. Aber wie schon gesagt, man kann im Fußball nie etwas ganz ausschließen. Ja.